Auf den ersten Blick nur ein harmloses Stück Fels unter dem Schnee. Für Michael Fracaro von der Alpenvereinssektion Allgäu-Immenstadt ist aber genau das das Tückische. Von oben so gut wie unsichtbar. Und wenn man drüber fährt, geht, wenn es gut geht, nur der Ski kaputt. Wenn es blöd läuft, das Bein. Und die Krankenhäuser haben gerade im Moment sicherlich andere Sorgen, als sich um gebrochene Beine zu kümmern, die vermeidbar sind. Den vielen Freizeitsportlern, die zurzeit in den Allgäuer Bergen unterwegs sind, sei diese Gefahr oft nicht bewusst. Michael Fracaro und Rolf Eberhard vom Naturpark Nadelflugkette gehen mit uns extra ins Gelände, um die Situation noch deutlicher zu machen. Ein Beispiel: liegen gebliebener Weidezaun. Dass routinierten Skitourengehern die geringe Schneelage klar ist, zeigen Einträge auf beliebten Tourenportalen. Hier ist stattdessen oft die Rede vom Steinski, also von Skiern, die alt sind und deshalb kaputt gehen dürfen. Michael Fracaro hält davon wenig. Steinski macht schlicht keinen Spaß. Ja, also neben den ganzen Naturthemen ist es natürlich schon so, dass man sein Equipment kaputt macht, dass man wenig Spaß am Aufstieg, wenig Spaß an der Abfahrt hat. Deswegen, solange hier so wenig Schnee liegt, wie es aktuell der Fall ist, sollte man einfach schauen, dass man sich noch ein Stück weit zurückhält. Zurückhaltung würde auch der Natur gut tun. Der Naturparkchef will die einzelnen Grasbüschel zwar nicht allzu hoch aufhängen, aber selbst an einem simplen Stück Fels kann etwas zerstört werden. Auch wenn Wintersportler mit dem Ski vermeintlich nur darüber rutschen. Es ist aber, dass dieser Fels natürlich auch Standort und Lebensraum für speziell angepasste Pflanzen auch ist. Für sukkulente Pflanzen, wie zum Beispiel der weiße Mauerpfeffer. Und die werden dann schon stark gestört dadurch. Absolut tabu sind für ihn Wald- oder Schongebiete. Dramatischer wird es dann, wenn das im Wald passiert und Jungwuchs, also junge Bäume, die aufkommen, junge Weißtannen zum Beispiel, die wir dringend im Zuge des Klimawandels auch brauchen, wenn die dann zerstört werden und verletzt werden, dann wird es schon sehr negativ. Die Hoffnung für die nächsten Wochen: mehr Schnee als Schutz für die Natur. Außerdem setzen sie weiterhin auf die Vernunft der Wintersportler.